Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 30. Mai. Der Monat endet langsam. Die Bewegungen am Devisenmarkt nehmen dennoch nicht ab. Wir haben heute hier starke Ausschläge bei den Yen-Pairs, also hier Währungen, die in Yen gehandelt werden. Eine Yen-Schwäche hier auf breiter Front zu sehen und das hier nicht zwingend nur durch die Einzelhandelsumsätze, aber wir sehen auch, dass heute hier in Großbritannien die Börsen geschlossen bleiben und eben auch feiertagsbedingt in den USA. Das ist also durchaus ein recht dünner Handel, der hier aber durchaus am Morgen jetzt auch schon hier schön aufgenommen wird aus asiatischer Sicht. Und da sehen wir eben hier diese Stärke bei den entsprechenden Paaren, die hier gegenüber dem Yen gehandelt werden. Und insbesondere das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen hier mit einem Aufschlag von 0,9% ist hier gut am Start. Wechselt es hier jetzt gerade ein Stück weit mit dem Euro-Yen ab. Nichtsdestotrotz wollen wir die Sache mal näher unter die Lupe nehmen, denn technisch ist das Bild hier ganz interessant. Kurz der Wochenchart. Wir haben hier den zunächst nicht tief genug laufenden Rücksetzer hier vom April gesehen. Hier wären auf jeden Fall Preise unter 150 Yen denkbar gewesen. Mittendrin hier in diesem luftleeren Raum zwischen dieser einzelnen Unterstützung und dieser tieferen Unterstützung drehte das Paar nach oben und Sie sehen hier seither in den letzten Wochen, hier Candlestick-Chart eine Woche jeweils eine Kerze, dass eben hier doch dann um 156 machen wir es konkret, 156,70 etwa, plus minus 20, 30 Pips auf jeden Fall hier im Wochenchart, dann letztlich aber hier eine Stabilisierung stattfand und das Währungspaar während der letzten Wochen hier stark nach oben zog. Also das bedingte auch zum einen natürlich eine Yen-Schwäche, zum anderen aber auch eine Pfund-Stärke, die wir hier durchaus sahen. Und jetzt kommen wir hier in einem Bereich, da sehen Sie gerade auf dem Wochenchart sehr schön, der spätestens, und es gibt schon vorgeschaltete Bereiche, aber hier um 163, 164 Yen erste Fragen aufwirft, ob es denn hier tatsächlich auch die fünfte, sechste Woche weiter nach oben gehen kann. Das muss man, wie gesagt, bewerten. Letztlich, wie auch getitelt, ein Widerstandscluster, ein Widerstandsbereich steht hier voraus. Und das sehen wir jetzt hier auch sehr schön im Tageschart, eine Kerze, ein Tag. Hier mehr oder weniger diese Aufwärtstrendlinie, die einigermaßen verteidigt werden konnte. Justieren wir sie einfach leicht, das ist ja auch hier nichts in Stein gemeißelt. Letztlich setzte sich hier die Annahme von Mitte Mai, ist es nicht Ende Mai, dann hier nicht gänzlich um, dass wir direkt hier in Richtung Widerstandszone laufen, sondern es gab hier nochmal einen kleinen Rücksetzer vorher. Aber generell kann gesagt werden, die Aufwärtstendenz, die hier seit April Einzug hielt und mit diesem Rücksetzer von Anfang Mai aufgefangen wurde. Diese setzte sich jetzt hier weiter nach oben hin fort und jetzt sind die Preise eben tatsächlich, und Sie sehen es hier gerade mit dem vorgeschalteten Widerstandsbereich 162,50 an einem sehr interessanten Punkt. Wir haben hier das Vormonatshoch und das Vorwochenhoch sozusagen hier im Auge. Also vor Wochenhoch sind wir gerade drüber, das ist diese Kerze hier und hier entsprechend das Vormonatshoch. Und das ist natürlich eine sehr interessante Zone, ob es denn dem Kapital gelingt, hier das britische Pfund darüber hinaus anzuheben. Letztlich 162,50 dann auch auf Wochenbasis hier sozusagen der Horizontalwiderstand. Letztlich kann gesagt werden, wenn das Pfund hier über 164 rausgehen sollte, und dann zoomen wir uns nochmal ein Stück weiter rein oder raus aus dem Chart vielmehr, hier haben wir nämlich auch eine Zone, die sich sozusagen aus 2013 ableiten lässt, wobei das dann schon fast zu weit zurück ist für den aktuellen Tageschart. Aber Sie sehen hier eben doch die Verbindungspunkte, einerseits im Januar hier um 164 rund und dann eben hier nochmal im März. Dieses Level wird entscheidend sein, wenn wir hier weiter nach oben laufen, von der Stärke her rein, von der Pip. Möglichkeit der Daily Range vom Tag ist das Währungspaar aktuell 115 Pips gelaufen, hat aber im Schnitt hier eine Spanne, die bewegt sich zwischen 150 und 170 Pips. Das heißt, hier ist durchaus noch gut was an Volatilität heute zu erwarten. Das heißt, die Tageskerze kann durchaus sich größer noch aufbauen und in Richtung 164 laufen. Das ist nicht undenkbar. Dann hier, wie gesagt, darauf achten, was passiert. Geht das Währungspaar über 164 per Tagesschluss raus, eröffnet sich Swing Trading technisch die Option, dass es hier dann auch deutliche Aufschläge noch geben kann und die dürften dann eben hier bis in den Bereich um 169, 170, 172 Yen führen. Auf jeden Fall bis hier in diese obere Zone, wenn wir das Ding hier nach oben aufsprengen können. Andererseits kommt es hier zu einer Umkehr. Die Kerze schwächelt heute, beziehungsweise wir oder das Währungspaar vielmehr stockt hier zwischen 164 und 162,50 etwa. Dann kann es durchaus sein, dass im saisonalen Muster, das sehen wir auch hier,
zwar nicht so starke Ausschläge, Moment, ich muss nochmal aufklicken, zwar nicht so starke Aufschläge, aber dass es eben hier nach einem kurzen Dip hier nach oben durchaus nochmal einen Rücksetzer geben kann, würde ich jetzt auch mal gar nicht so für unwahrscheinlich erachten. Vergessen Sie hierbei auch nicht den 23.06. Ich werde es gleich mal hier in den Chart ziehen. Hier ist das Referendum von Great Britain in Sachen Brexit oder eben nicht. Ja, also im Vorfeld dieser Geschichte dürfte das Pfund ja mehr oder weniger auch ein Spielball der Spekulanten sein. Das kann hier nicht davon oder muss davon ausgegangen sein werden, dass entweder die Volatilität total abebbt bis dorthin, ja, oder eben, dass es hier vorher noch wilde Ausschläge gibt. Das bleibt mal abzuwarten. Aber das Pfund jetzt hier im Juni auf jeden Fall die große Story. Und deswegen werden wir das sicherlich auch dann in den nächsten Sendungen hier immer wieder unter die Lupe nehmen. Technisch aber, da will ich nochmal drauf zurückkommen, hier der Bereich der letzten Tiefs aus der Vorwoche 158 Yen, das ist ein wichtiges Level, da sollte er nicht drunter gehen, dann wäre einerseits die Aufwärtstrendlinie in Gefahr, andererseits eben neues Verlaufstief, Reaktionstief, was dann durchaus neue Rücksetzer begünstigen dürfte. Andernfalls hier nochmal ein Stück hoch, dann im Sinne der Saisonalität auch wieder ein Stück runter, erscheint mir hier fast der idealste Verlauf und dann muss man eben sehen, ob die Kräfte reichen, hier dann rauszugehen oder eben auch direkt rauszugehen. Die Tendenzen, dass wir hier auf jeden Fall nochmal ein Stück höhere Preise sehen können, will ich mal nicht gänzlich ausschließen. Letztlich British Pfund Yen kurzfristig durchaus noch Steigerungspotenzial, gerade weil wir eben jetzt hier am Vormonatshoch hängen. Wenn wir da nochmal rübergehen, dann denke ich, ist die 164 relativ schnell möglich. Da muss man dann aufpassen, ob die Märkte oder der Markt nicht vielmehr doch wieder nach unten drivet. Hier einige, die dann long aufsteigen oder jetzt in die Bewegung long reingehen, sozusagen abholt. Das wäre dann auch hier so eine Bewegung unterhalb des Tiefs vom 27. Mai. Ja. Also hier kurz drunter schießen, dann wieder hoch, Stops abholen und dann geht es eben entsprechend weiter. Aber generell könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das britische Pfund gegen den japanischen Yen noch höhere Preise sehen kann. Bedingt natürlich hier auch eine Fortsetzung der Yen-Schwäche. Wir werden sehen, was passiert. Letztlich hoffe ich, Sie kommen gut in die Woche rein. Wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.